Guten Abend. Wenn man alles richtig macht, macht man manchmal alles falsch. Das Münchner Oberlandesgericht sagte heute, es halte sich nur an Vorschriften. Und die sorgen dafür, dass bei dem NSU-Prozess in 3 Wochen nur die Journalisten teilnehmen können, die sich zuerst angemeldet haben. Und das sind fast nur deutsche Medien. In einer Verhandlung, bei der es um die Ermordung von 8 türkischstämmigen Menschen geht, müssen türkische Medien draußen bleiben? Nun hat das Gericht mehr als nur ein Platzproblem. Eva Frisch berichtet. Wie Cüneyt Karadağ und seine Kollegen vom NSU-Prozess berichten sollen, wissen sie noch nicht. Denn einen garantierten Platz im Gerichtssaal haben die türkischen Journalisten nicht. Ihre Namen fehlen auf der Liste der Pressereservierungen. Wir finden das ein bisschen diskriminiert. Also das kann man nicht verstehen. Und das ist absolut unfair, sag ich mal. Türkische Presse nicht erwünscht, titelt die Hürriyet heute. Die türkischen Medien fühlen sich ausgeschlossen. Auch Georgios Pappas vom Verein der ausländischen Presse in Deutschland findet die Platzvergabe inakzeptabel. Wir finden es nicht nachvollziehbar, insbesondere, dass Kolleginnen und Kollegen, Medienvertreter aus der Türkei, wo die meisten Opfer herkommen, keinen garantierten Platz in diesem Prozess haben. Denn das Gericht vergab die 50 reservierten Presseplätze auf der Tribüne des Verhandlungssaals nach zeitlichem Eingang der Akkreditierung. Das einzig objektive und überprüfbare Verfahren, rechtfertigt sich die Gerichtssprecherin. Wir können weder inländische, noch ausländische, noch kleine, noch große oder umgekehrt bevorzugen. Das heißt, viele Journalisten werden bei diesem Mammutprozess wohl draußen bleiben müssen. Denn auch im nicht reservierten Bereich stehen nur ca. 50 Plätze zur Verfügung. Eigentlich sollte heute der Tag sein, an dem das Leben für die Zyprer wieder ein bisschen leichter wird. Zumindest die kleinen Banken sollten wieder öffnen. Aber die Angst, dass die Kunden ihre Konten leer räumen, ist offenbar einfach zu groß. Jetzt wurden die Zyprer auf Donnerstag vertröstet. Und so lange bleibt der tägliche Gang zum Geldautomaten das Einzige, worauf sie sich verlassen können. Martin Weiß berichtet. 120 Euro pro Tag, mehr spucken die Geldautomaten in Nikosia nicht mehr aus. Es ist Tag 11 der Bankenschließung und den Leuten geht langsam das Bargeld aus. Das merkt auch Goldhändler Papa Georgiou. Seit Tagen kauft keiner mehr Gold. Die meisten Kunden verkaufen welches, um an Bargeld zu kommen. Denn in vielen Geschäften wird nur noch Bares akzeptiert, keine Kredit- oder Geldkarten. Die armen Leute kommen mit ihren Kindern. Ich habe selbst gesehen, wie sie ihrem Kind das Goldkreuz abnahmen und mir verkauften. Mit dem Geld haben sie dann Brot und Milch gekauft. Vor dem Parlament protestieren tausende Schüler und Studenten. Viele haben Angst vor den Folgen für die gesamte Wirtschaft. Es droht eine große Arbeitslosigkeit. Jobs, Jobs für unsere Generation, rufen sie in Richtung Brüssel. Mitarbeiterversammlung vor der Bank of Cyprus, der größten Bank. Auch sie fürchten um ihre Jobs. Ihr Chef hat bereits seinen Rücktritt angeboten. Seit Tagen halten sich Gerüchte, dass viel Geld illegal außer Landes transferiert wurde, als die Banken bereits geschlossen hatten. Darin sollen auch Staatsbeamte involviert gewesen sein. Zurzeit wird noch über Details von Kapitalbeschränkungen beraten, damit am Donnerstag, wenn die Banken voraussichtlich wieder öffnen, die Kunden nicht ihre Konten räumen und Geld ins Ausland schaffen. Nicht nur in Zypern, auch in Griechenland sind wir Deutsche in der Eurokrise so unbeliebt wie schon lange nicht mehr. Unseren Ruf zu retten ist also wirklich eine Rehagles-Aufgabe. Denn Otto Rehagel ist ein ganz seltenes Exemplar. Ein Deutscher, der in Griechenland verehrt wird wie ein Halbgott. Der Mann, der einst für die Griechen die EM gewann, soll nun für Merkel die griechischen Herzen zurückerobern. Über Ottos Charme-Offensive Peter Dahlheimer. König Otto nennen sie ihn immer noch, obwohl es fast schon 10 Jahre her ist, dass er die Griechen in den Olymp beförderte. Wenn er heute Fußballtrikots an Jugendliche in Athen verteilt, dann im Auftrag der Bundeskanzlerin, denn die hat ihn gebeten, mit seiner Popularität zu versuchen, das Image Deutschlands in Griechenland wieder aufzupolieren. Uns verbindet ja eine Freundschaft und die Kultur. Und da wird es auch ein bisschen etwas übertrieben von den Medien. Also ich sage, was immer auch geschieht, die Griechen bleiben unsere Freunde.
Otto Rehak lässt den ganzen Tag schon auf Tour. Bei der Tourismusministerin erhöht er seine Sympathiewerte weiter, indem er eine Zeile von Nana Muscuri zum Besten gibt. Ich schau den weißen Wolken nach und fange an zu träumen. Doch weder Gesangseinlage noch der Auftritt auf dem Platz können alle antideutschen Stimmungen beiseite kicken. Wir fühlen uns jetzt noch einmal verraten, weil wir nicht vergessen, dass Zyprer auch Griechen sind. Ich kann nicht sagen, dass die Deutschen richtig liegen. Sie sollten uns mehr beachten. Noch 2 Tage ist König Otto in Griechenland. Er schließt nicht aus, wiederzukommen, denn es gibt noch viel zu tun im deutsch-griechischen Verhältnis. Sehr hübsch gesungen. Weitere Nachrichten jetzt mit Thorsten Schröder. In Russland gehen die Behörden bei ihren Kontrollen gegen Nichtregierungsorganisationen nun auch gegen deutsche Stiftungen vor. Beamte der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten im Büro der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in St. Petersburg mehrere Computer. Auch die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung in Moskau war betroffen. Bundesaußenminister Westerwelle ließ den russischen Gesandten in das Auswärtige Amt laden. In Südafrika haben sich die sogenannten BRICS-Staaten bei ihrem Gipfeltreffen grundsätzlich auf die Gründung einer gemeinsamen Entwicklungsbank geeinigt. Standort und Finanzierung des Finanzinstituts sind allerdings noch umstritten. Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika wollen mit der Bank ein Gegengewicht zur Weltbank schaffen. In Ungarn sind die von EU-Partnern kritisierten Verfassungsänderungen in Kraft getreten. Staatspräsident Ader ließ sie im Amtsblatt veröffentlichen. Damit werden der Regierung von Ministerpräsident Orbán unter anderem mehr Eingriffsmöglichkeiten in die Justiz gewährt. Nach Ansicht von Kritikern verstoßen die Neuregelungen gegen Prinzipien des Rechtsstaats. Der Mordprozess gegen die US-Studentin Amanda Knox wird neu aufgerollt. Das höchste Gericht Italiens hob die Freisprüche gegen Knox und ihren Ex-Freund auf. Die beiden wurden beschuldigt, eine Mitbewohnerin vergewaltigt und getötet zu haben. Nach einer Verurteilung 2009 waren beide 2011 wieder freigesprochen worden. Und noch flugs das Wetter, das kalt bleibt. Mit Sonne im Norden, Wolken im Süden und Schnee im Osten. Und jetzt zurück zu Reinhold Beckmann und Mehmet Scholl.